Hi, mein Name ist Micha und auf diesem Kanal wandere ich normalerweise durch den Odenwald. Ja, das hier ist natürlich nicht der Odenwald, sondern ich bin in Frankfurt beim Megamarsch. Es geht heute um die 100 Kilometer in 24 Stunden. Hier hinten ist der Startbereich. Da haben wir auch gerade schon eingecheckt. Da hinten geht es weiter. Jetzt habe ich wir gesagt. Ich bin nämlich nicht alleine. Im Start ist es einmal der Sebastian, die Janni, die hat auch einen YouTube-Kanal. Link ist unten in der Beschreibung. Und nochmal der Sebastian. Und wir werden heute die 100 Kilometer in 24 Stunden angehen. 24 Stunden! So Leute, die ersten 5 Kilometer sind geschafft. Da vorne ist die ganze Truppe. Wir laufen hier mit stabilen etwa 5 km/h. Das sieht schon mal richtig gut aus. Mal schauen, wie es weiterläuft. Nach den ersten 5 Kilometern befinden wir uns hier im Höchster Stadtpark. Da hinten läuft die Gruppe. Wir sind noch motiviert. 5 km/h ist unsere aktuelle Geschwindigkeit. Wir machen natürlich irgendwann Pause. Und das sind die interessante Geschwindigkeit mit 4,2. Das heißt, ich blende euch hier unten auch immer mal die Durchschnittsgeschwindigkeit ein. Und um die 100 Kilometer in knapp 24 Stunden zu schaffen, muss man eben diese Mindestgeschwindigkeit von 4,2 km/h halten. Und das wird heute, das inklusive der Pausen, dann mein Ziel sein. Wir laufen hier natürlich in der Gruppe, haben aber erstmal auch unterschiedliche Leistungsstände. Das heißt, wir werden schauen, wie weit wir zusammenlaufen können. Plan ist erstmal bis zum ersten Versorgungspunkt zusammenzulaufen. Und dann müssen wir halt gucken, weil am Ende ist es auch verdammt wichtig, dass jeder in seinem eigenen Tempo läuft. Ansonsten wird das heute nichts. Und ich habe schon echt vor, diese 100 Kilometer zu schaffen oder zumindest sehr, sehr weit zu kommen. Und deswegen ist es halt auch extrem wichtig, dass ich schaue, dass ich die 4,2 dann halte. Aber natürlich ist es auch schön, in der Gruppe zu laufen. Also es ist nicht so einfach. Es hat auch Vorteile, in der Gruppe zu laufen. Aber man muss halt auch gucken, dass es zusammenpasst. Wir haben jetzt mal den ersten Pinkelstopp gleich. Und danach geht's weiter. Ach, es ist hier wunderbar, idyllisch an der Autobahn. Nein, ist natürlich doof, aber schaut mal da hinten. Sieht man schon den Taunus. Ich meine, dass das da hinten der große Feldberg wäre. Mit diesem Turm oben drauf. Aber haben wir gerade diskutiert, ob es wirklich der Fall ist. Ansonsten haben wir jetzt gerade 9 Kilometer um 3:15. Das heißt, wir halten nach wie vor einen soliden 5er-Schnitt, was ganz gut ist. Und yes, we can! Unsere Gruppe ist nach wie vor zusammen. Und wir sind jetzt in der Nähe von, ich glaube, Sulzbach. Ich hoffe, dass es Sulzbach ist, aber auf jeden Fall haben wir bald die ersten 15 Kilometer geschafft. Das bedeutet, dass jetzt auch die erste Pause geplant ist. Der Versorgungspunkt 1 kommt ja etwa nach 24 Kilometern. Das bedeutet hier, wenn wir gleich den ersten Stopp machen, der eine Sebastian, also der von Janni, der Sebastian, der wird uns dann gleich verlassen, weil er einfach ein bisschen angeschlagen ist, wollte aber halt sein Ticket nicht verfallen lassen und ist dann heute einfach mal mitgestartet. Müssen wir wahrscheinlich jetzt die S-Bahn nach Hause nehmen und dann sind wir ab da nur noch zu dritt unterwegs. Ansonsten läuft es bei mir ganz gut. Ich habe links leichte Probleme mit meinem Knie. Das, wenn ihr das Video vom HB44 gesehen habt, da hatte ich ja auch schon das Thema. Ich habe das Knie jetzt auch getaped und ich merke es schon ein bisschen. So jetzt nach etwa 13 Kilometer haben wir jetzt, glaube ich. Und mal gucken, wie sich das noch so entwickelt. Ich hoffe, dass das stabil bleibt. Aber bis jetzt fühlt es sich noch ganz gut an. Ich merke es halt einfach nur schon ein bisschen. Und da müssen wir mal gucken, ob das nicht am Ende vielleicht zum Verhängnis wird. Die ersten 15 Kilometer sind geschafft und das Thema Füße fängt schon an. Lecker! Ich nehme auch nochmal die Vaseline. So, der Sebastian verabschiedet sich jetzt gerade da hinten und wir sind jetzt auf dem Weg zur ersten Versorgungsstation. Wir haben es geschafft. Der erste Verpflegungspunkt. Sebastian und Janni sind auch da. Uns geht es soweit gut. Und gucken wir mal, was es hier so
Upsala, was es hier so gibt. Langsam geht es in die Nacht hinein. Wir haben die Lampen schon rausgeholt. Da ist die Anni, die ist auch gerade am Filmen. Und da hinten ist halt Sebastian. Stimmung ist hier richtig gut. Wir sind richtig hier noch gut gelaunt und auch körperlich sind wir noch richtig gut dabei. Wir haben uns jetzt tatsächlich hier ziemlich fast eine halbe Stunde aufgehalten. Wir können uns das auf jeden Fall auch leisten. Von der Zeit her müssen wir jetzt aber gucken, dass wir echt loskommen. Ab jetzt haben wir 12 Stunden Dunkelheit vor uns und haben natürlich Stirnlampen dabei, logischerweise. Und ja, wahrscheinlich filmmäßig. Ich werde dann jetzt auch gleich mal noch mein Licht einschalten, damit ihr ein bisschen mehr seht, weil ich glaube, ihr erkennt echt nicht mehr viel auf der Kamera. Ich werde einfach mal so meinen Status durchgeben. Aktuell, habe ich glaube ich auch vorhin schon gesagt, fühle ich mich echt noch fit. Ich habe schon 1, 2, 3 Stellen, die ein bisschen drücken, die könnten in Richtung Blase gehen. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ich bin gerade hochkonzentriert und wir sind jetzt ungefähr 1 bis 1,5 Stunden vor dem Versorgungspunkt 2, der bei 40 Kilometern liegt. Und ich konzentriere mich gerade nur aufs Laufen und darauf eben ganz ordentlich zu laufen, nicht irgendwas Blödes zu machen. Einfach nur, um dort mal gut anzukommen. Also ich werde wahrscheinlich auch bis dahin nicht mehr so viel berichten, einfach weil für mich wird es dann tatsächlich ab 50 Kilometern dann spannend, wie weit komme ich danach, und da versuche ich dann mehr zu filmen, weil Filmen ist halt auch immer anstrengend und ich möchte einfach meine ganzen Energiereserven dafür verwenden, heute hier bei dem Marsch möglichst weit zu kommen. Glaubt es nicht, aber wir haben jetzt, oh Gott, 22.33 Uhr und wir haben VP2 erreicht. Leute, ich brech ab. Cut. Oh Mann, ey. Jetzt läuft da die ganze Zeit Hintergrundmusik und ich hoffe, dass ich keinen Strike dafür bekomme. Ja, ich sitze jetzt gerade hier an der Bergstraße. Hinter mir seht ihr die Rheinebene. Wenn ich nach da hinten schaue, sehe ich Frankfurt. Und ja, es hat einfach nicht geklappt. Ich habe da einfach so Blasen bekommen, oder besonders eine große Blase, dass es einfach keinen Sinn ergeben hat, weiterzumachen. Für all die Fußfetischisten oder diejenigen, die die Blase jetzt unbedingt sehen wollen, werde ich jetzt gleich einblenden. Wenn ihr es nicht sehen wollt, schaut einfach weg. Hier kommt die Blase in 3, 2, 1. Jawohl, jetzt habt ihr es gerade gesehen. Also die war wirklich ordentlich groß. Ja, und die bei 41 Kilometern. Klar, ich bin schon die 53 Kilometer gelaufen. Und ich weiß, dass ich da bestimmt auch die 60 noch geschafft hätte. Mich irgendwie gequält hätte, aber die 100 wären es an dem Tag einfach nicht geworden. Es hat keinen Sinn ergeben, da diese Blase einfach größer zu machen und weiterzulaufen. Und ich habe mich deswegen dann entschieden, am VP2 abzubrechen. Sebastian ging es auch nicht so gut. Der war einfach aufgrund von Ermüdung fertig. Die einzige Person, die wirklich weitergelaufen ist, ist Janni. Ja, Respekt mal an der Stelle. Welchen Fehler habe ich gemacht? Ich habe wieder den gleichen Fehler gemacht. Ich habe mir die Schuhe angezogen, die ich auch auf der Tour de Mont Blanc dabei hatte. Wer das Video gesehen hat, weiß, da hatte ich auch schon Probleme mit Blasen. Ich dachte halt, keine Ahnung, fühlen sich dann bequem an und das war vielleicht nur wegen dem ganzen Gepäck. Nee, es waren genau die gleichen Stellen, an denen ich Blasen bekommen habe. Und es war einfach großer Mist.
ich werde jetzt daraus lernen und diese Schuhe nicht anziehen, denn nächstes Jahr werden wir das als Gruppe wieder angehen. Die Janni ist wieder dabei, wahrscheinlich auch der Sebastian, der andere Sebastian und vielleicht noch ein paar mehr Leute. Und dann werden wir das Ding rocken. Jetzt haben wir ein Jahr Trainingszeit und können uns darauf vorbereiten. Wenn euch interessiert, wie weit die Janni gekommen ist, ob sie ins Ziel gekommen ist, dann verlinke ich euch das gleich hier im Bild, ich weiß ja nicht, hier oder hier, ich kann es mir nie merken. Klickt da gerne mal drauf, schaut auf ihrem Kanal vorbei. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao, ciao.